herzlich willkommen zu BIT Extra. Heute aus Zimmern bei Rottweil in der Nähe von Stuttgart aus der Diskothek Discoland. Eigentlich müsste ich ja sagen, seid ihr alle da? Denn eine große, ja, gut, schon sehr gut. Denn eine große Illustrierte hat ja geschrieben, der Kasper lässt die Puppen tanzen. Ich meine, ich sehe das gar nicht so negativ. Der Kasper ist doch eine sehr positive Figur, wenn man mich mit dem vergleicht. Bitteschön. Und das Kasper-Stück ist sehr unterhaltsam. Wenn wir das hinkriegen, dass er so lustig ist wie da, dann kann eigentlich überhaupt nicht schiefgehen. Insofern freue ich mich über diese Begleitung in der großen Illustrierten. Ja, ihr wisst, um was es heute geht, dass wir tolle Gruppen dabei haben, brauche ich euch nicht zu sagen. Das stand draußen angeschlagen, steht auch schon in der Zeitung. Aber es geht natürlich auch vor allem um die Wahl zum deutschen Disco King und zur deutschen Disco Queen. Das wollen wir heute Abend hier machen. 20 Leute, also 10 Jungs und 10 Mädels, sind in die Endauswahl gekommen. Und die sind natürlich auch hier. Ja, genau. Die können es gebrauchen. Als Anfangsapplaus schon mal auf jeden Fall. Und ganz am Ende wird natürlich feststehen, wer der Disco King, wer die Disco Queen sein wird. Dazu haben wir zwei Sendungen. Jetzt die erste von 7:30 bis 7:45. Dann haben wir eine kleine Pause und um 9:55, um 22:05 geht es dann weiter in die Endrunde. Und in der ersten Sendung, jetzt also von 7:30 bis 7:45, da haben wir eine fachkundige Jury, die ich nachher vorstellen werde, die mitbewertet, wer in die Endrunde kommt von unseren Tänzern und Tänzerinnen. Und dann nachher zum Schluss, da dürfen die Zuschauer dann mitentscheiden nach dem berühmten TED-System. Das werde ich auch nochmal erklären, soweit es noch nicht bekannt ist. TED ist ja nun schon sehr bekannt eigentlich. Das passiert dann alles in der zweiten Sendung, können die Zuschauer also mitwählen. Aber jetzt geht's natürlich erstmal los mit Musik. Wer gestern die Grammy-Verleihung gesehen hat, da waren sie drin und haben auch einen Grammy bekommen. Heute schon hier bei uns in Zimmern. Hier sind AHA!
wenn Sie da sind, scheint wahrhaftig die Sonne im Fernsehen. The sun always shines on me. Thank you very much. Aha. So, ich habe vorhin von der Jury gesprochen, die wir natürlich aufgeboten haben, um die Vorauswahl zu treffen. Und jetzt werden durch diese Dame gleich, die da als Vorhang hängt, sozusagen die Disco Queen Mutter, die wird sich jetzt teilen und unsere Jury wird auftauchen. Und ich begrüße Margarete Schreinemakers von der Extra Tour. Tommy Orner. Denise Billmann. Matt West, ein Hauptdarsteller aus Chorus Line. Und Desiree Nosbusch. Hallo. Hallo, so Desiree, kommst du auch noch rum? So, Desiree, hallo. So, setz dich hier hin, der eine Stuhl ist noch frei. Prima. Okay. So. Ihr wisst ja in ungefähr, was ihr gleich zu tun habt, nicht? Aber bevor es losgeht, vielleicht wollen wir doch ein bisschen reden. Ich stelle mich mal hier so rein, mache mich ein bisschen kleiner, nicht? Kann ich? Ja, darf ich? Aha, das wollte ich immer schon. Oh, jetzt sitze ich auf deiner Tasche, das ist auch nicht gut. So, nichts kaputt machen, nicht? Margarete, ich freue mich, dass du da bist. Extra Tour, eine sehr erfolgreiche und für mich auch eine der besten Jugend angehauchten Sendung, wie man so sagen kann. Sag mal, wie ist das eigentlich? Ihr habt ja da wahnsinnig viel Programm drin. Ihr habt Sketche und ihr habt Zeichentrickfilme und sowas alles. Wie viele Leute sind eigentlich notwendig für solche Sendungen redaktionell? Also ich glaube, das ist gar kein mal so wesentlicher Unterschied zu deiner Sendung. Fernsehen ist nun mal das Fatale, ist nicht Fatal, ist Teamwork, aber da hängen so viele dran, dass man sie leider nie einzeln zeigen und alle nennen kann. Wir sind 5 Leute, die die Sendung mit dem Gesicht machen. Dann 2 in der Redaktion, die redaktionell verantwortlich zeichnen. Also es ist eine ganze Menge dahinter. Menge, habt ihr auch eine Menge zu bieten. Aber ist das eigentlich so, eure Sendung ist ja ein bisschen frech oder soll sie auch sein? Ist das so, dass auf der Straße dich mal einer anspricht und sagt, was Sie mit unserem Herrn Bundeskanzler da angestellt haben, was Sie gesagt haben, das geht aber nicht oder so, oder passiert das nicht? Also eigentlich, ich meine, solche gibt es mit Sicherheit auch, aber eher das Gegenteilige, nämlich in Richtung KESS. Und da erinnern sich Menschen, die älter sind, auch daran, dass sie, als sie jung waren, auch nicht immer 5 haben gerade sein lassen, sondern durchaus auch mal gemuxt haben. Ja, also jetzt gehen wir weiter zum Tommy. Danke. Tommy, ja, bei dir ist... Ach nee, also ich knie mich jetzt mal hin. So, ich bin noch ein bisschen kleiner als du und schau zu dir auf, damit der Vergleich vielleicht nachher... Na gut. Tommy, du machst ja auch die Sendung im ZDF Solid Gold, die deutsche Version davon. Wie ist das eigentlich, Disco-Dancing werden wir gleich hier sehen. Bist du eigentlich großer Diskothekengänger? Nee, also kann man überhaupt nicht sagen. Also wenn man in dem Beruf arbeitet, ist man froh, wenn man mal in den 4 Wänden ist, also zu Hause. Aber man muss sich natürlich zwangsläufig auch damit beschäftigen. Ich mache immer eine amerikanische Sendung, da sind viele amerikanische Hits dabei und ich habe auch die Solid Gold Dancers. Aber du hast ja Ahnung, also schon von daher, so oft wie du die siehst, und die sind ja nun wirklich nicht schlecht, da kannst du es, glaube ich, ganz gut beurteilen hier, ne? Ja, also ich hoffe, dass da was dabei ist, was man mit Solid Gold Dancers vergleichen kann. Du, das kann ich ja versprechen. Okay. Ja, nur. Denise Billmann, jetzt komme ich zu dir mal eben. Hallo, aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Sag mal, wie lange bist du jetzt eigentlich dem Amateurlager entsprungen, sozusagen? Also ungefähr 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Und gibt es denn irgendwo mal eine Zeit, wo du vielleicht sagst, diese ganzen Tulups und doppelte Rittberger und dreifache Rittberger können mir irgendwann gestohlen bleiben? Ich will jetzt nur noch leben ohne Eislaufen. Also nein, ich habe sehr viel Spaß am Eislaufen und ich glaube, ich möchte noch ein paar Jahre dabei bleiben. Ich schon noch, ne? Ja. Aber irgendwann ist dann doch auch mal Schluss, ne? Ja, ganz bestimmt. Und auch sie kann natürlich, glaube ich jedenfalls ganz bestimmt, unser Disco-Dancing sehr gut beurteilen, wenn Eislaufen und Tanzen sind ja doch gewisse Parallelen, ne? Ja, also beim Eislaufen auch, das hat auch sehr viel zu tun mit Tanz. Und von dem her schon, ja. Genau, okay, danke. So, ich rutsche mal weiter, ich rutsche alle durch so langsam, aber jetzt kriege ich mal wieder hin. Hello, Matt West. Er ist der Hauptdarsteller, einer der Hauptdarsteller aus A Chorus Line aus dem Film. Und wir werden jetzt einen kleinen Ausschnitt mal sehen, damit wir mal sehen, wie er so in Action ist, was an dem Film so alles passiert. So, jetzt müsste ein kleiner Ausschnitt kommen. A Chorus Line, da ist es. Surprise, icicle hot, smooth as lemon pie.
Surprise, 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 surprise. Surprise, surprise, die Überraschung ist, dass er extra gekommen ist. Matt West aus Amerika. Matt, do you think it's a realistic film? Glaubst du, dass das ein realistischer Film ist, A Chorus Line? Very much so. Very much auditioning for Broadway shows and movies are the same. Also er sagt, er wäre schon sehr realistisch, der Film. It's your own story a little bit in the film or not? Just about all of us have the same amount of story throughout the film of our lives, because they are true stories. Of course, I was written about dancers' lives. Also er sagt schon, es wäre sehr realistisch, weil so ging es tatsächlich zu und so hart wäre das Leben für einen Tänzer, da erstmal zu bestehen. And did you start as a dancer or as an actor? I started as a dancer at Disneyland. Disneyland? In California. It's Mickey Mouse. Mickey Mouse. White Rabbit. White Rabbit, ein weißer Hase. Er hat angefangen tatsächlich in Disneyland, aber nicht als Donald Duck oder Mickey Mouse, sondern als weißer Hase in einer Parade, glaube ich. Da hat er angefangen zu tanzen und jetzt ist er ein Weltstar geworden. Thank you very much for coming. So, Desiree, komme ich zu dir auf. Darf ich mich wieder draufsetzen? Ja, mit dir darf ich wieder. Ah. Sag mal, Desiree, ich weiß ja noch, du hast ja damals so eine ganz ähnliche Sendung gemacht. Im ZDF ist ja ewig lange her, nicht? Mit Musikbox, ich bin, ne? Die Musikbox, ja, ich habe das so ein bisschen, das ist ein bisschen wie bei dir, die Stimmung im Publikum steht. Genau. Ja. Sag mal, bist du eigentlich jetzt noch aufgeregt, wenn du so in eine Live-Sendung kommst? Ich meine, du bist ja nun wirklich Vollprofi. Du hast da die dreisprachigen Dinge gemacht und so weiter. Geht dir irgendwie das noch ein bisschen an die Nerven oder sagst du, nee, ich bin völlig ruhig? Ja, es geht mir schon an die Nerven. Ich glaube, es wäre auch falsch, wenn es einem nicht mehr an die Nerven gehen würde, weil es gibt ja das positive Lampenfieber und das gehört einfach dazu. Und sag mal, wenn jetzt dir eine Rolle angeboten würde, meinetwegen so in Flashdance. Ich meine, du bist ja Schauspielerin jetzt, also immer mehr sogar, machst ja eigentlich gar nichts mehr anderes, ab und zu mal Moderation, aber viel Schauspiel. Wenn man dir jetzt sagen würde, Flashdance, so eine Art von Film, du müsstest aber selber tanzen, könntest du das oder würdest du das lernen dafür? Es ist lustig, dass du das gerade ansprichst, weil ich fange jetzt am 20. Mai Dreharbeiten zu dem Taviani-Film an, Good Morning Babylon, und spiele eine amerikanische Ballerina. Ist das wahr? Also wusste ich aber echt nicht, das hört sich jetzt wieder an wie abgesprochen, ist ja klar, aber ist nicht so. Neben James Woods und Adrian Quinn und stehe also ab nächster Woche an der Stange und übe. Insofern ist Tanzen genau das Thema jetzt. Dann weißt du gut Bescheid, wie man kann es auch gut beurteilen. Okay, danke Desiree. So, jetzt gehe ich mal hier wieder weg. Also ihr wisst so in ungefähr Bescheid. Ihr werdet jetzt 20, also nacheinander natürlich 20 Tänzer und Tänzerinnen, beziehungsweise 10 Mädchen, 10 Jungs sehen, die also tanzen werden. Und ihr müsstet halt herausfinden, die 4 besten Jungs und die 4 besten Mädchen. Die müsst ihr auf eure Listen schreiben. Das haben wir natürlich vorher alles abgesprochen. Sie sind genau instruiert, wie das Ganze läuft. Und ihr müsst natürlich genau hinsehen, denn 5 Leute werden pro Block jetzt erstmal zusammentanzen. Und die ersten 5 Disco Kings sind jetzt auf der Bühne. Und ich würde sagen, startfrei zur ersten Runde. Die Startnummer 1, das ist Francesco Dia, 18 Jahre ist er alt, aus Rottweil von Beruf Friseur, und er startet für Zimmern. Die Startnummer 2, das ist Danny Chi Ham Hao, 19 Jahre alt, aus München, vom Beruf ist er Kellner und er startet auch für München. Startnummer 3, Andreas Christen, 20 Jahre ist er alt, aus Erftstadt, vom Beruf ist er Zeitsoldat, also richtig bei der Armee, und er startet für Köln. Die Startnummer 4, Jörg Schmidt, 21 Jahre alt, aus Osnabrück, und er ist Dachdecker. Auch das gibt's noch, ein seltener Beruf, aber er ist Dachdecker und startet auch für Osnabrück. Und die Startnummer 5 zum Schluss, das ist Nikolas Aslanidis, aus Griechenland geboren jedenfalls, aber er startet für Stuttgart, stammt auch aus Stuttgart, 18 Jahre ist er alt und von Beruf Mechaniker-Lehrling. Hi.
Das waren also die ersten fünf der Disco Kings für die Wahl, für die Auswahl. Unsere Jury berät natürlich schon. Vielleicht ist das schon ein sehr guter Wahl, vielleicht auch noch nicht. Wer weiß es denn? Ein Globus kennt natürlich jeder. Jetzt muss ich mal suchen, wo hier denn wohl Rottweil bzw. Zimmern liegt. Ich habe hier die Sowjetunion und auf dem Globus ist das gar nicht weit. Da ist die Türkei, da Rumänien. Ah ja, ich habe es. Also ungefähr da wird es liegen, zwischen Bonn und München. Größer ist es leider nicht drauf. Die Gruppe, die jetzt kommt, kommt sozusagen aus einer anderen Welt, kann man sagen. Darüber werden sie auch singen. Der Sänger, von ihm kann man sagen, ohne Brille auf der Bühne, ist er nur ein halber Mann. Living in another world. Wir sind Talk Talk. We'll be right back.
Mark Hollis und seine Gruppe Talk Talk Living in Another World. Jetzt geht es natürlich gleich Schlag auf Schlag weiter, denn wir haben ja noch fünf Jungs, die Disco King werden wollen. Das heißt, jetzt sind sie eigentlich auch schon Kings, aber der richtig große deutsche King, der wird sich unter ihnen entscheiden. Hier ist also unsere zweite Runde, die nächsten fünf Disco Kings. Das wäre mit der Startnummer 6, der Michael Streicher, der ist 22 Jahre alt, aus München, und er ist wehrpflichtig bei der Bundeswehr, startet für Rosenheim. Die Nummer 7 trägt Speedy Hussein Perkurek, sein richtiger Name, 24 Jahre alt, aus Wiedenbrück, Beruf Schlosser, und er startet für Herzebroh. Angelo streckt die Startnummer 8, Angelo Arcuti, 21 Jahre alt, aus München, startet aber für Moosburg. Vom Beruf ist er Heizungs- und Lüftungsbau bzw. Installateur, den werde ich danach nochmal ansehen. Da kommen kann zu mir. Rosario trägt die Nummer 9. Rosario Pesola, 18 Jahre alt, aus Woldenbuch, Beruf Friseur, und er startet für Böblingen. Und die Nummer 10, Antimus Kopfisoglo. Ah ja, 19 Jahre, aus Kreuzdorf, er startet für Siegburg. Von Beruf ist er technischer Zeichner und Maschinenbauer. Na, Maschinenbauzeichner, so ist es. So, das war der zweite Durchlauf für die Jungs. Die Jungs sind damit erstmal fertig. Ja. Die Disco Kings sind durch. Na, wie ist es denn? Ist schön warm hier? Die Wärme, die steigt so langsam auf. Wenn man denen zusieht, schwitzt man noch ein bisschen mehr. Habt ihr schon eure Favoriten? Ja, schon. Und nicht sagen, das wäre Parteinahme. Das dürfen wir noch nicht machen, ne? Seid ihr alle aus Zimmern, aus Rottweil in der Gegend hier? Aus München. Aus München, ja. Aber wir haben falschen gefragt, Mensch, sowas. Okay, der jetzt kommt, der ist nicht aus München, der kommt von ein bisschen weiter her, muss ich sagen. Und er trägt einen sehr, sehr bekannten Namen. Auf seiner neuen LP hat er 171 Leuten gedankt, die da mitgemacht haben. Da fängt er beim Friseur an, beim Arrangeur, geht bis zum Bodybuilder, denn Figur ist ja auch entscheidend, muss man ja sagen. Unser neues Lied wurde mitkomponiert von einem gewissen Stevie Wonder. Ja, wer ist es wohl? Er kommt aus dem Jackson Clan. I think it's love, here's Jermaine Jackson.
I think it's love. Das war Jermaine Jackson. Ich meine, es ist ja schon toll, so einen Mann mal da auf der Bühne auch zu sehen. Der hat ja schon mit allen Größen Amerika zusammengearbeitet, kennt die alle. Und den mal hier so von Angesicht zu sehen, das ist schon was Besonderes. Am Fernsehschirm natürlich nicht so direkt, aber immerhin, ihr habt ihn auch gesehen. Ein wirklich Weltstar, kann man sagen, aus Amerika. So, und jetzt gehen wir gleich natürlich zum zweiten Tanzteil über. Wie geht's bei euch hier in der Jury? Alles in Ordnung soweit? Margarete, schon Verträge für extra Tour angehandelt hier? Für noch nicht, ne? Musst du jetzt machen, nachher sind sie nämlich teurer, wenn sie reinkommen. Aber ich meine, wollen wir sehen. Desiree auch schon entschieden, wir verraten jetzt. Die Männer habe ich schon unter Dach und Fach. Ja, die Frauen kannst du ja noch gar nicht, die kommen ja. Aber die Männer hat sie schon, das sehe ich. Aber es wird natürlich noch nichts verraten. Wir wollen die Spannung schüren. Es haben gerade einige Leute wegen TED schon angerufen. Die TED-Mitspieler sind natürlich erst nachher in der zweiten Sendung dran, um 22.05 Uhr. Denn jetzt haben wir unsere Jury, die entscheidet. Und nachher seid ihr dran zu Hause per Telefon wählen, wer ist der Beste, die Beste. So, und jetzt geht's weiter mit unseren Mädchen. Sind schon aufgebaut da. 5 Stück an der Zahl im ersten Durchgang. Hier sind die Disco Queens. Oh, die Tänzerin mit der Startnummer 11, das ist Anja Petscho, 19 Jahre alt, aus München, Beruf Abiturientin und sie startet für Manchen. Die 12 trägt Bettina Redeker, 22 Jahre aus Oldenburg und sie startet natürlich auch für Oldenburg und sie ist Gymnastik- und Sportlehrerin, das ist ja klar, da kann sie sowas. Ricky Frederike Göttke, 18 Jahre alt aus Hannover, sie ist noch Schülerin, startet für Hannover. Patricia Pechtold, 20 Jahre alt aus Köln, startet natürlich auch für Köln, Boutique-Verkäuferin von Beruf. Und die Nummer 15, Petra Hoffmann, 23 Jahre, aus München. Sie ist selbstständig, was weiß ich nicht genau, startet für Fürstenfeldbruck. Applaus für unsere Mädels, die ersten 5, die sich bewerben um den vielversprochenen Titel. Jetzt habe ich eine Art Premiere anzukündigen, denn die Gruppe gibt es schon lange und sie ist weltberühmt, schon oft im Fernsehen gewesen, aber es war ein paar Jahre ruhig um sie und zwar völlig ruhig, sehr, sehr still. Ja, Fotografen können wir aus dem Weg gehen, ein bisschen ist besser, sonst sieht man mich überhaupt nicht mehr. Gut, also die Gruppe ist wieder da und das wundert eigentlich keinen. Das Outfit, also die Kleidung und so weiter, hat sich geändert. Die Schwierigkeit ist natürlich immer, dass sehr viele Fans von der Gruppe so rumlaufen wie eher vor 1-2 Jahren und gar nicht mitkommen mit seinen Änderungen. Jetzt könnt ihr euch das angucken und dann zum Friseur rennen, euch die Haare genauso machen, damit ihr wieder genauso aussieht wie Boy George. Wir sind Culture Club! I never wanted to be
Mowbray, Culture Club. Und ihre Lieder sind ja immer sehr überzeugend, aber die Zeile I'll Be Your Millionaire finde ich in diesem Lied besonders überzeugend, denn wer wollte es ihm anzweifeln, dass er es wirklich ist. So, wir gehen jetzt wirklich sozusagen in die Schlussrunde, denn ein Block von 5 Tänzerinnen haben wir ja noch, die sich um die Wahl der Disco Queen bewerben. Auch sie sind jetzt aufgebaut. Und letztes Mal für euch, aufpassen, wer ist die Beste? Hier sind unsere Disco Queen Anwärterinnen. Und das ist die Startnummer 16, Claudia Comela, 19 Jahre alt, aus Düsseldorf. Sie ist Schülerin und startet auch für Düsseldorf. Marina Ohlheiser, 18 Jahre alt, aus Rottweil, startet für Zimmern, Beruf Abiturientin. Naja, Beruf ist das nicht, aber sie ist Abiturientin. Die Startnummer 18, Manuela Palleis, 21 Jahre alt, aus München. Und sie startet auch für München, Beruf Sekretärin. Und sie hat heute Geburtstag, was ich jetzt allerdings nicht öffentlich sage, sonst beeinflusst das nachher noch die Jury, vielleicht nachher noch. Marion Kittler trägt die Nummer 19, 21 Jahre alt, aus Datteln. Sie startet für Bochum und ist erstaunlich Kfz-Mechanikerin. Die Startnummer 20, Thülin Katal, 19 Jahre alt, aus Menden. Sie startet für Lünen und sie ist Auszubildende für eine Restaurantfachfrau. I don't really wanna lose you, but I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitudes. As the tears roll from my eyes, I feel hurt inside. As I reach out to you, said I'm so confused. Oh, oh, I'm black, like the fool I'm playing a game. I can't get out. I'm black, can't you see I'm so confused? I can't get out, see I'm black. Like a fool I'm getting again. I can't get out, see I'm black. Can't you see I'm so confused? I can't get out. If you love one another, why should you let this go further? Can't you see it's gonna pull us apart? I can afford to support you if you want to. Never think about ever settling down. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitude. As the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach out to you, I say I'm so glad. So, das waren also die 5 letzten Mädchen sozusagen, die jetzt im Test sind. Unsere Jury hat jetzt alle gesehen und muss jetzt natürlich entscheiden, wer gewinnt nicht. Das ist natürlich sehr schwer, das sehe ich völlig ein. Ja, was ich noch sagen muss, wir haben natürlich in der letzten PET-Sendung ein Rätsel gestellt. Und zwar haben verschiedene Leute einen Mann beschrieben. Und es handelte sich, wer könnte es anders sein, um David Bowie. Wir haben auch sehr viele Lösungen bekommen. Die richtigen haben wir rausgezogen. Und es gibt eine Gewinnerin, die mit ihren Freunden in die Diskothek gekommen ist. Und das ist die Barbara Lockinger. Jetzt wollte ich auch einen Zettel gucken, hast mir aber gemerkt, Gott sei Dank. Barbara Lockinger ist mit ihren Freunden hier unter uns irgendwo und hat die Reise gewonnen. Ja, ich danke euch, dass ihr da wart. Nachher geht es natürlich weiter für euch im Fernsehen um 22.05 Uhr PET Extra mit der Endrunde in der Disco Dance Wahl. Bis dahin, tschüss und servus. Sind wir schon wieder?
Ja, einen schönen guten Abend nochmal hier in der Diskothek in Zimmern im Discoland bei Rottweil. Und zu Hause natürlich auch einen schönen guten Abend. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon dabei wart um 7:30 in unserer ersten Sendung. Bei der zweiten geht das natürlich alles viel leichter. Man hat da schon Routine. Man hat schon zwei Sendungen an einem Abend. Ist ja auch eine tolle Sache. Wir sind wieder richtig live dabei. Haben uns das Fußballspiel auch so ein bisschen angesehen. Und es war ja nette Unterhaltung in der Pause. Ich kann es gar nicht anders sagen. Einige werden oder sehr viele werden natürlich auch den Denver Clan gesehen haben. Darum habe ich auch die Krawatte umgelassen. Für die elegantere Welt natürlich muss das sein. Obwohl die Dekadenz, da kriege ich natürlich doch nicht so gut hin. Ja, und alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, das dürften vielleicht auch einige sein, die gar nicht wissen, was hier so richtig los ist. Ich meine, der Teufel ist los, das werdet ihr gleich mitbekommen. Aber an sich sind wir mitten in der Wahl zur deutschen Disco Queen und zum deutschen Disco King. Also die Leute, die am besten in der Diskothek tanzen können. Wir hatten ursprünglich 20 Leute, 10 Jungs, 10 Mädchen, die mitgemacht haben. Und natürlich sind welche übrig geblieben, nämlich 8 Stück, 2x4, ebenfalls 4 Mädchen und 4 Jungs. Und eine Jury, die ich gleich nochmal vorstellen werde, die hat nun ausgesucht, wer diese 4 jeweils sein werden. Ich mache es noch ein bisschen spannender, noch ein bisschen Zeit, wer das nun geworden ist. Und die, die um 7:30 zugesehen haben, die werden natürlich auch ihre Tipps abgegeben haben. Der ist gut, die ist gut, die müssen gewinnen. Was das alles sein wird, das werden wir gleich erfahren. Vorher gibt es natürlich Musik. Und hier habe ich so ein nettes Teil, was wahrscheinlich Musikstudenten sehr kennen, vor allem als Folterinstrument. Dann danach muss man Musik machen, muss man die Takte zählen, ein Metronom. Und wenn ich euch jetzt sage, dass die nächste Nummer genau im Takt dieses Metronoms ist, dann wird ihr sagen, das kann ja eigentlich nur Monotonie bedeuten, aber weit gefehlt, denn da kommt noch einiges dazu. Der Mann, der jetzt singen wird, der steht eigentlich ziemlich im Hintergrund immer, an den Keyboards muss man sagen, aber jetzt hat er sich mal richtig auf die Bühne gewagt, hat eine tolle Sängerin sich ausgesucht, nämlich Carol Canyon. Bevor ich euch sage, wer es ist, noch eine Sache, die ich vergessen habe, die TED-Mitspieler zu Hause, wartet noch mit dem Telefonieren, denn gleich geht's erst los per Telefon. Hier ist erstmal Paul Hardcastle, Don't Waste My Time. You keep coming around.
Don't waste my time, verschwende nicht meine Zeit. Das war Paul Hardcastle und Band. Angefangen hat er damals mit 1919, dem Anti-Vietnam-Kriegslied. Jetzt hat er mal ein bisschen was anderes geleistet. So, unsere Jury darf ich gleich noch mal kurz vorstellen. Immer noch vollzählig dabei. Margarete Schreinemagers von der Extra-Tour. Tommy Orner, Weltmeisterin im Eiskunstlauf, Denise Spielmann. Matt West aus dem Film A Chorus Line und Desiree Nosbusch. Sag mal, ihr habt natürlich in der ersten Sendung, nach der ersten Sendung wahrscheinlich lang überlegt. War es schwierig, die Besten rauszufinden? Es war einfacher bei den Jungs als bei den Mädchen für mich. Für dich wahrscheinlich, ja. Was it easier for you to find the best girl or the best boy? The best boy. Also für ihn war es auch einfacher, den besten Jungen rauszufinden. Naja, and for you, für dich? Ich würde sagen, es war allgemein schwierig, weil alle waren unheimlich gut. So. Tommy, bei dir, hast du es leicht gefunden oder wie war es bei dir? Bei mir war es natürlich bei den Frauen einfacher. So. Bei den Frauen einfacher, ja, das kann ich verstehen, kann ich verstehen. Und was hast du ein bisschen so geguckt, ob auch der kritische Ausblick da war? Ja, was heißt kritisch? Ich habe mich nur gewundert, weil ich dachte, tanzen ist so ein paar Bewegungen machen, was ich nicht wusste, dass es Hochakrobatik ist. Es ist also nicht Disco-Tanz, sondern es läuft so ein Mittelding ab zwischen Leistungssport und Tanz. Ging mir genauso, ich habe mich auch was gedacht, Disco-Tanz, da bewegt man sich so, aber das ist echte harte Arbeit, muss ich auch sagen. Prima. Ihr habt natürlich jetzt eigentlich gar nicht mehr so ganz viel zu tun, denn ihr seid ja die Jury für den ersten Teil gewesen, um die Vorauswahl zu treffen. Aber wir haben euch da sitzen lassen und freuen uns natürlich, dass ihr noch da seid. Erstmal könnt ihr noch tolle Tänze bewundern. Und dann ist es ja so, dass falls mal was schief geht mit unserer Auswahl, die Jury natürlich zum Zuge kommt. Aber an sich ist es natürlich so, dass die Zuschauer jetzt entscheiden, wer nun der beste Disco King und die beste Disco Queen sein wird. Und da gibt es natürlich den berühmten Ted. Ich meine, ist glaube ich der berühmteste Mensch, wenn man so will, im zweiten deutschen Fernsehen. Gibt vielleicht einige, die immer noch glauben, das wäre so ein kleiner Junge, der so Ted hieß und dann sagte, ich finde das aber am besten weit gefehlt, die meisten wissen das. Ich meine, das ist eine Sendung, die sicherlich einige Zuschauer erreicht und die Hitparade ebenfalls. Und da ist Ted ja Stammgast, der Tele-Dialog. Und bei uns ist es nicht sehr viel anders. Wir haben natürlich durch ein Meinungsforschungsinstitut sehr viele Leute rausgesucht, die also dann wählen dürfen. Eine repräsentative Umfrage, wie man das immer so schön sagt, kommt mir schon vor wie von Nölle Neumann so ungefähr. Jedenfalls haben wir das auch getan und diese Leute haben natürlich von uns Post bekommen und einen Brief bekommen, da steht dann drin, sie müssen die und die Nummer wählen und auf die Endziffern kommt es dann an bei den TED-Mitspielern, aber bitte jetzt noch gar nicht wählen, das Telefon noch da stehen lassen, wo es steht und wenn die Oma anruft oder sonst wer, dann sagen, nee, also jetzt haben wir keine Zeit, denn nachdem alle getanzt haben, alle Disco Kings und dann nachher alle Disco Queens, dann erst geht es darum zu telefonieren und zu sagen, wer ist die Beste, wer ist der Beste. Denn wenn man es vorher macht, dann weiß man überhaupt noch nicht, wie gut die anderen sind. Also Finger weg vom Telefon, jetzt noch nicht, erst später. Jetzt habe ich viel erklärt, aber das muss ja auch sein, damit jeder durchblickt, damit jeder weiß, dass wirklich bei uns für die Zuschauer entscheiden, wer die Beste und wer der Beste ist. So, und jetzt geht's rund mit unserem ersten Disco King, der es geschafft hat, in die Endrunde zu kommen. 4 Stück sind es insgesamt. Und hier ist der Erste. Hier ist Michael aus München und er startet für Rosenheim.
So, Dankeschön, dem Michael. Toll, kommst her, prima. Für alle TED-Mitspieler muss ich noch dazu sagen, Telefonnummer, die Endzahl sozusagen, die Endziffern sind die ganze Zeit, während die Leute tanzen, eingeblendet unten. Also ich meine, das müsste eigentlich jeder sehen, aber noch nicht anrufen. Wie gesagt, erst wenn alle vier Disco-Kings durch sind, denn dann wisst ihr Bescheid, wer der Beste ist. Aber Telefonnummer, die letzten zwei Ziffern sind unten eingeblendet und die jeweils für den jeweiligen Tänzer. So, wir kommen zum nächsten und das ist aus München für Moosburg startend der Angelo. Danke, Angelo. So, kommst du hierher? Prima, wenn ich ganz erschöpft sind, das ist ja klar. So, unser nächster Kandidat, Nummer 3 sozusagen, das ist der Andreas aus Erstadt und er startet für Köln. Danke, Andreas. So, Mensch, und jetzt kommt der vierte und letzte Bewerber für den besten Disco-Tänzer in Deutschland. Und das ist aus München, für München startend, der Danny. We'll be right back.
Benny aus München. So. Benny, kommst du auch her? Oh je, es ist ja nichts klar. Sind alle natürlich fertig, wahnsinnig. Und die Füße sind dreckig, der Boden. Man kann hier direkt eine Reinmacher-Reklame machen, Mensch. Aber ist ja klar, wenn Leute mit Schuhen rumlaufen. So, wir haben jetzt für euch jeweils eine Schiefertafel vorbereitet, die richtig schönen alten. Die nehmt ihr bitte? Ja, genau. Und jetzt gehen wir am besten mal auf die Bühne, denn wird es jetzt gleich spannend. Kommt mal mit, so, allesamt. So, Danny auch. So, dann gehen wir mal ein bisschen höher. Ja, darauf, einfach darauf. So, genau, immer da hoch. Ja, Mensch. So, kommt ein bisschen tiefer, sonst, ja, so hier, passt ihr da alle hin? Warte mal, machen wir das denn? So, ja, genau. Können wir vielleicht nochmal für die TED-Mitspieler zu Hause zeigen. Also, Andreas, die Endwahl, Endtelefonwahl 83. Der Danny, die Endtelefonwahl 8484. Der Angelo mit der Telefonnummer am Ende 8282. Und der Michael mit 8181. So. Liebe TED-Mitspieler, jetzt kommt's auf euch an. Jetzt könnt ihr zum Telefon greifen und wählen. Und welche Endnummer ihr wählt, das ist euer Favorit und der wird gewinnen. Also bitte jetzt telefonieren, liebe TED-Mitspieler. Jetzt geht's um die Wurst, sozusagen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten, bis die Ergebnisse eingegangen sind. Dauert immer ein bisschen. Ihr seid fertig, ne? Wahnsinnig, ja. Aber ist auch wahnsinnig. Ich meine, ich wage mich ja schon überhaupt in keine Diskothek mehr. Wenn ich das sehe, es ist so faszinierend, wie ihr das macht. Dass ich also nicht mal mehr mit dem Fuß wippe, weil ich meine, das könnte schon daneben gehen, es ist einfach toll. Der Herr Denninger, der wird natürlich, der ist ja auch schon bekannt. Der Herr Denninger ist fast schon so bekannt wie der Ted, denn der leitet sozusagen den Ted und sieht zu, dass alles mit rechten Dingen zugeht bei dem Ted, bei dem Computer, beim Teledialog. Und er wird natürlich jetzt wirbeln und sehen, dass alles auch richtig hinkommt. Aber der Herr Denninger hat noch ein bisschen Zeit, nicht? Das dauert ja, bis so die Ergebnisse mal kommen, aber ich glaube, so langsam wird's gehen. Ihr Fieber, ne? Es steht viel auf dem Spiel, aber noch ist das Ergebnis nicht da. Ich meine, es ist spannender als bei der Hitparade. Nicht? Bei der Hitparade, da weiß man ja auch, den mag ich und den mag ich nicht und das Lied ist langweilig. Aber den Sachen zu entscheiden bei den Disco-Tänzern, wo jeder wirklich seine Stärke hat, ist unwahrscheinlich schwer. Das ist unser Signal. Das Ergebnis steht fest. Die TED-Mitspieler haben sich entschieden und hier ist unsere Tabelle. Michael, Angelo, Andreas und Danny. So, und jetzt geht's rund. Es steigt für alle gleich. Man kann überhaupt nichts sagen. Überhaupt nichts. Für alle noch unentschieden. Da steht Benny. Muss aber Danny heißen, macht nichts. Ja. Jetzt steigen Benny und Michael und Angelo noch ungefähr gleich. Kann man immer noch nichts Genaueres sagen. Rios bleibt etwas stehen. Angelo ist noch in Führung. Na, in Führung kann man gar nicht sagen. Danny und Angelo sind in Führung und es gibt ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, mein lieber Mann. Oh je. Also, es ist ja nichts klar. Es wird sich nicht ändern, ist klar. Ja, jetzt zieht Angelo vorbei. Angelo hat's geschafft. Angelo ist mit 42,0% Sieger. Angelo hat es geschafft. Angelo ist der Disco-King in Deutschland. Ja, jetzt wollen wir erstmal freuen. Jetzt könnt ihr euch erstmal beruhigen. Es ist ja Wahnsinn. Es ist so schön. Toll. Angelo, mein Gott. Der muss sich jetzt erstmal beruhigen. Wir haben natürlich nachher noch eine richtig schöne Siegerehrung und jetzt muss er sich wirklich, glaube ich, erstmal beruhigen, ganz ruhig in der Ecke sitzen und erstmal drüber nachdenken, ob das Ganze wirklich stimmt. Gib mir doch mal das Tier, was da liegt, da in der Ecke. Da ist so ein schönes, ja, ein Bären, ja. Worauf kann das hindeuten? Ja, der singt nicht, also keine Sorge, der singt nicht. Wir haben noch was viel Schöneres, aber was auch was lebt, nämlich drei Mädchen. Und da sind vielleicht noch so ein paar mehr von diesen Tieren zu sehen. Wer weiß es. Jedenfalls ein neues Spielzeug, a new toy. Und hier sind The Flirts.
The Flirt und New Toy. Ich habe ja auch schon ein Herz geschenkt bekommen, das mache ich jetzt mal dahin. Vielleicht hält sogar, nee, das hält nicht. Oh, mei, Wahnsinn, danke. Ich dachte, sowas kriegt nur der Morden von Aha, aber da freue ich mich natürlich umso mehr. Prima, so lege ich das mal dahin. Hier sammelt sich so einiges. Eine Jacke liegt schon da, ein Herz und Blumen. Ich darf das ja mal so weiterlegen, ne? Stellst du ins Wasser? Ja, das ist sehr schön, ja, ja. Gut, jetzt geht's natürlich bei den Mädels um die gleiche Wurst sozusagen, nämlich um die Disco-Queen aus Deutschland. Und Mensch, man, das nimmt einen richtig mit, wenn die sich so freuen, also das ist ja Wahnsinn. Aber für die Mädchen steht natürlich jetzt noch alles auf dem Spiel. Wir sind natürlich auch hier in die Endwahl gekommen, hier durch unsere Jury ausgewählt. Und jetzt werden wir mal sehen, was die aufs Parkett bringen. Also startfrei für unsere erste Kandidatin sozusagen. Hier ist Manuela aus München und für München. Danke, Manuela. Und die Tap-Mitspieler wissen inzwischen, die Nummern sind unten eingeblendet, jeweils im Bild. Und hier ist die nächste Anwärterin auf die Disco Queen in Deutschland. Und zwar, hier ist die Anja aus München. Da ist sie schon. Für manche. Das war die Anja. Anja, kommst auch her? Prima. Und jetzt geht's mal nicht in den Süden der Republik, sondern mal woanders hin, nämlich nach Düsseldorf. Hier ist Claudia aus Düsseldorf für Düsseldorf. Ja.
Danke an Claudia. Claudia kommt auch zu mir hier hin. So. Und jetzt kommt aus München für Fürstenfeldbruck startend. Hallo. Hier ist die Petra. Danke auch an Petra. So, jetzt kommt mal alle wieder mit mir. Petra nimmt noch ihre Rollschuhe mit. So, also, jetzt nehme ich euch einfach alle mal mit, das alte Spiel. Nimmst du die Rollschuhe auch mit, Petra? Kriegst du das? Soll ich dir was helfen? Ja, dann nehme ich den Helm. So. So, also, allesamt los. Gehen wir mal. Habt ihr eure Tafeln? Ja, genau. Dann natürlich wieder einige sagen, ja, ja, der Illmann hat es wieder gut, nicht? Umrahmt von Disco Queens bzw. von Angehenden. So, dann stellen wir uns mal auf. Wie in der Schule. Nee, also ganz so ist es auch nicht. Geht eher am besten vorbei. Wird immer enger hier, habe ich das Gefühl. So, wir müssen für unsere TED-Mitspieler natürlich wieder mal die Tafel nennen. So, Augenblick. Jetzt mache ich mich mal ein bisschen klein hier, damit man mich nicht sieht. So, hast du deine Tafel? Genau, du hast auch deine Tafel. Also, liebe TED-Mitspieler, jetzt geht's wieder los. Die nimmst du den Helm mal, aber nicht verlieren, sonst ist das wertvolle Requisit weg. Die Manuela hat die Telefonendnummer 01. So, jetzt gehen wir zu Claudia. Claudia mit der 03 am Ende. So. Ich gehe ganz hoch, genau. So, Anja mit der 02. Und jetzt immer noch mal. Kommst du auch noch mal her? So, auch noch mal hoch. Die Petra mit der 04. So, ist das alles gut zu sehen für euch? Hoffentlich zu Hause für alle. Alle noch mal hochhalten, genau. So, liebe TED-Mitspieler, jetzt also geht's los. Rein an die Telefone und jetzt wird wieder gewählt. Das sind also die Endnummern. Und jetzt beginnt für euch der Fieberkampf sozusagen, nicht? Das ist ja Wahnsinn. Sag mal, es ist ja so, dass aus München, aus Süddeutschland mehr kommen. Wie kommt das eigentlich? Sind das so gute Arbeitsmöglichkeiten oder woran liegt's? Keine Ahnung. Die Bayern sind einfach super drauf. Ja, 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 ja. Die Württemberger hier aber auch, das kann ich euch sagen. Nicht nur die Bayern, das kann man auch so nicht sagen. Aber ich meine, gut, es hat einen tollen Erfolg. Und wie viel trainiert ihr eigentlich so für solche Sachen? Wie habt ihr lange vorbereitet? Nee. Gar nicht? Was? Jetzt habe ich gedacht, ja, jeden Tag 6 Stunden, ist nicht. Das Kostüm. Was? Kostüm haben wir selber gemacht. Kostüm hat das erst gemacht, aber geübt müsst ihr doch haben, oder nicht? Nee, ich wollte probieren, aber es ging leider nicht. Also die hat nicht geübt. Ah, nass. Und bei euch, wie war es da? Proben jetzt am Tag? Proben alle überhaupt nicht, also da fange ich auch noch an, wenn das schon gut. Bitteschön, das Signal war da, Ted hat sich entschieden, die Zuschauer zu Hause haben gewählt und damit geht's jetzt also wieder rund. Uiuiuiui. Sehe ich gar nichts. Geht immer ein bisschen zur Seite und sehe ich nämlich gar nichts. So, alle noch auf Gleichstand, ist ja klar. Kein Problem, alles noch gleich. Fast gleich. Claudio, ein bisschen zurückgefallen. Ja, Anja macht sich. Petra und Anja führen im Moment. Und es geht immer noch weiter aufwärts. Petra und Anja immer noch gleich auf. Da ist noch nichts, kein Unterschied. Petra, Anja, alles noch das Gleiche. Ja, jetzt beginnen die Nervenkämpfe bei Anja, Petra. Ja, Petra, ja, noch ist nicht vorbei. Aber es scheint sich zu stabilisieren.
Petra legt immer noch mehr zu, immer noch mehr zu. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, sie hat's geschafft, sie hat's geschafft. Petra, sag mal, ist es nicht nett? Herzlichen Glückwunsch, Petra. Herzlichen Glückwunsch. Gleich fällt sie um. Nein, noch nicht, noch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Petra mit der 04, sie hat ihr Glück gemacht. Die deutsche Disco Queen. Wir haben nachher noch die Siegerehrung. Auch du kannst dich erst ein bisschen beruhigen jetzt. Also, kannst du es fassen? Überhaupt nicht. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Gut, aber wir hören erst noch ein bisschen Musik, bevor es zur Siegerehrung geht. Eine Gruppe, die sich da auch schon jetzt langsam aufgestellt hat, die auch schon mal bei mir in der Sendung war, aber man lädt sie immer wieder gern ein, denn sie machen einfach tolle Musik. Strip, wir sind Depeche Mode! So, wir sind also die Sieger des heutigen Abends, die Disco Queen und der Disco King in Deutschland, Angelo und Petra. Und jetzt begrüße ich Wolfgang Spinger, er ist Präsident der World Disco Queen Corporation, der das Ganze also auch mit veranstaltet hat. Servus, Wolfgang Spinger. Und er bringt natürlich auch das Passende mit dazu, nämlich einen schönen, wunderschönen Pokal. Und er wird begleitet von den
Vorjahressiegern sozusagen. Die Disco Queen, der Disco King des Vorjahres. Da sind sie. Sabine Strache, Rainer Lindinger. So, jetzt geht's aber rund. So, jetzt muss ich doch aber auch mal sehen. Jetzt gibt's Blumen und alles, was dazugehört. So, alles schon abgelaufen. So, jetzt muss ich dir aber auch mal richtig offiziell gratulieren. Also. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch. So. Ja, und jetzt bringe ich euch hier einen Globus mit. Das heißt natürlich nicht, dass ich euch den schenken will, denn ich meine, wer ganz nett, nicht so ein Globus. Aber Zimmern liegt hier. Wir haben es genau ausgemessen. Also genau da liegt Zimmern. Und hier liegt ein Ort, wo ihr schon mal hinfahren könnt. Das ist nämlich eine hübsche Insel, wo es jetzt schon etwas wärmer ist und auch noch wärmer wird. Und wo die Europameisterschaft der Disco Queen und des Disco King stattfindet, nämlich nach Ibiza. Diese Reise gehört euch also schon mal. Da könnt ihr auf jeden Fall hin. Das ist ja schon mal einiges, nicht? So. So, aber das ist natürlich nicht alles. So ein Globus ist ja sehr groß und es gibt da ferne Länder und ich meine auch noch andere. Und wir haben dann noch ein Fähnchen stecken. Jetzt muss ich mal drehen, ja. Und da steckt noch ein Fähnchen sehr weit hier unten. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und da passiert auch was, denn da passiert sozusagen das Endergebnis, nämlich die World Disco Queen und World Disco King Wahl. Und das Ganze findet in Las Vegas statt und auch da dürft ihr hinfahren. Herzlichen Glückwunsch für euch. Ja, also jetzt glaube ich, ist ganz schön. Eine Blume, ein Pokal, eine Reise nach Ibiza und eine Reise nach Las Vegas zur Weltmeisterschaft, wo ihr tanzen müsst, eine Menge trainieren. Aber jetzt weint er. Ja, es ist verständlich. Ich meine, Reise nach Vegas, das ist schon. So, nimmt mir einer den Globus? Oh ja, ne, genau, nehmen Sie den so lange noch. Also, das war nun unsere Wahl der Disco Queen und des Disco Kings. Ich darf mich ganz herzlich bei unserer Jury nochmal bedanken, die ja mitgemacht hat, die zwar Gott sei Dank in dieser Sendung nicht zum Zuge kam, denn unser TED hat ja funktioniert. Herr Denninger war prima, alles bestens. Ich bedanke mich bei Margarete Schreinemakers, bei Tommy Orner, bei Desiree Nosbusch, bei Dennis Billmann und bei Matt West. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und mitgeholfen habt, dass es zu einem so tollen Ergebnis hier gekommen ist. So, jetzt muss ich überlegen, was muss ich noch alles sagen, damit ich nichts vergesse, denn gleich ist die große Verabschiedung und dann ist es zu spät. Wir können uns wiedersehen zur nächsten PIT, diesmal aus Braunschweig, am 9. April in der Diskothek Atlantis. Er kann es nicht fassen, ne? Das ist klar. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich auch wieder dabei seid. Und jetzt hoffe ich, dass ihr uns noch einen kleinen Ehrentanz bietet, so ganz zum Schluss. Könnt ihr das? Meinst du, das schafft ihr noch? Ja? Dann müsst ihr die Pokale abstellen, aber ihr kriegt sie auch garantiert zurück. Schärpe könnt ihr nämlich dran lassen. Also nochmal der letzte Ehrentanz für die Disco Queen und den Disco King in Deutschland. Und ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Tschüss und Servus. Macht's gut am 9. April in Braunschweig im ZDF.